Tag aus Münster. Einige Wochen her, dass ich mich bei euch gemeldet habe, habe mir gedacht, mal wieder ein Update wäre vielleicht ganz angenehm. Bei der Gelegenheit vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen tollen Kommentare und Nachrichten, die mich erreicht haben, die meinen Gesundheitszustand betrafen. Das hat mir doch wirklich Freude gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil das ist natürlich immer angenehm, wenn man Leute, die man natürlich selber auch schon lange Jahre kennt, egal ob man sie schon mal persönlich kennengelernt hat oder ob es nur aus dem Netz ist, wenn die einem dann ein paar nette Worte schreiben, das tut gut. Hab bei der Gelegenheit auch ein paar gute Nachrichten, also die Diagnostik ist da weiter vorangeschritten. Es ist schon so, die Diagnose bleibt, allerdings erfülle ich keine von mehreren, ich sag mal, Risikofaktoren, die das Ganze wirklich ernster in Anführungsstrichen für mich machen können, sodass ich momentan mich von meinen Ärzten, sowohl von der kardiologischen Seite als auch halt vom Hausarzt oder von der Hausärztin her in dem Falle, recht gut betreut fühle und das Ganze positiv angehe. Jetzt in Corona-Zeiten ist man ja sowieso recht zurückhaltend. Ich habe wieder ein langsames Sportprogramm angetreten, oder ich bin ein langsames Sportprogramm angetreten, heißt es, glaube ich. Und da arbeite ich mich so ein bisschen rein und darf nochmal im Frühjahr nochmal zum Lungenfacharzt zur Abklärung bei der Gelegenheit. Aber das Ganze sollte sich dann eigentlich als beherrschbar herausstellen. Aber das nur am Rande. Ja, was gibt's Neues? Post habe ich bekommen. Und zwar, wo ich mich sehr gefreut habe, der Alexander Breu, wir kennen ihn ja alle aus seinem Breustüblein, hatte ja dieses Jahr wieder eine Aktion. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, nachdem ich verlinke ihn unten in den Shownotes und nachdem ich einmal gesehen habe, mit welch unglaublichem Aufwand der Alexander seine Holzschnitte erstellt, da habe ich gedacht, sowas möchte ich gerne besitzen und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich habe dann käuflich erworben seinen aktuellen Holzschnitt. Das ist dieser hier. Ein klassisches Wintermotiv, so würde ich es jetzt mal nennen. Das ist eine bestimmte Kirche, ehrlich gesagt, der hat mir das erzählt, aber egal. Das ist auf jeden Fall der Holzschnitt, den es bei ihm zu käuflich zu erwerben gibt. Schaut bitte auf seine Seite, guckt euch das an. Vielleicht ist da was dabei, was euch gefällt. Und mich hat also, wie gesagt, diese ganze Herstellungsart, diese unglaublich. Ich breche das mal einfach mal kurz runter. Also der Alexander geht hin und fertigt, wie alle Künstler, die mit Holzschnitt arbeiten, fertigt das Motiv, indem er in dem Falle für 5 Farben 5 verschiedene Platten erstellt. Sprich also, bleiben wir mal hier bei dem Gelbton, den ihr sehen könnt. Das Gelbe, das heißt, dass er für die Platte, mit der er den Gelbton druckt, dass er alle Holzoberflächen jenseits des Gelben komplett entfernt, sodass also nur das Gelbe oben stehen bleibt und dass, wenn dann das Papier draufkommt und die höher stehenden Partikel oder Parzellenteile, die halt hier mit Gelb gedruckt werden sollen, übrig bleiben, mit Farbe benetzt werden und wenn das Papier draufkommt, wird das Ganze dann gemacht. Und genau das Gleiche hat er halt dann auch mit dem Schwarz und mit dem Grün und so weiter gemacht, in dem Falle 5 Arbeitsschritte. Er hat ein Video, wie gesagt, ich verlinke es euch, darüber gemacht und unglaubliche Arbeit. Und ich bin froh, dass ich also eines von den Exemplaren ergattern konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch welche, das ist eine limitierte Auflage, zu bekommen sind. Und was auch sehr nett war, er hat einen Kommentar dazu geschrieben, den kann ich nicht entziffern, lieber Alexander. Klein, irgendwas mit Hautobacco hat er noch geschrieben. Aber egal, das konnte ich nicht entziffern. Aber was er noch dazu gepackt hat, was ich sehr angenehm fand. Ah, jetzt verstehe ich es, glaube ich. Der Alexander macht ja auch für HU-Tobacco, für den Hans Wiedemann, macht er die Dosen, die Artwork sozusagen, wie man so schön sagt, für die Dosen. Und das hat er, glaube ich, geschrieben. Ich habe mich erst nicht gewundert, wollte er mir Tabakproben schicken und die sind gar nicht dabei. Warum stehen die 3 Tabaker aufgelistet? Aber hier ist ein Haymaker, Flanagan und Dogworker. Und ich glaube, mit Sicherheit vom Dogworker war dann wahrscheinlich, ist dann diese Karte. Haymaker, schließe ich mal messerscharf, wahrscheinlich diese. Und dann gibt es dann halt noch den Flanagan. Das war dann wohl diese Karte. Die hat er mir geschrieben.
schickt und nochmal Eier. Und dann nochmal, ups, etwas zum Wegwerfen. Also, dann hat er mir nochmal ein paar Grüße geschickt auf seine Weihnachtskarte. Wenn ihr nämlich, ich mache mal weiter im Werbeblock, wenn ihr nämlich nicht den Holzschnitt unbedingt erwerben wollt, den ihr für 50 Euro von ihm bekommen könnt, was ich durchaus einen völlig akzeptablen, eher gesagt sogar eher niedrigen Preis finde, wenn man überlegt, wie viel Arbeit da drin steckt, sondern ihr könnt für einen Zehner könnt ihr auch einen Satz, ich glaube, von einem Dutzend oder von 10 Stück dieser Weihnachtskarten, sprich, das ist das gleiche Motiv, als Weihnachtsklappkarte letztendlich erwerben. Dann habt ihr vielleicht eine Karte passend. Heute ist der 3.12. Das passt ja noch, wenn ihr die rechtzeitig bestellt. Könnt ihr dann dementsprechend halt dem Alexander und euch und euren Postkartenempfängern eine Freude machen. Ja, das war die Post vom Alexander. Schauen wir mal rein. Was ist das? Ne, das war's. Dann gibt es noch Post von der Firma Tabakum aus Stuttgart. Da freue ich mich eigentlich jedes Jahr. Und zwar, ich habe die letzte Pfeife, die ich bei Tabakum gekauft habe, das ist schon einige Jahre her. Ich habe das, ein paar Jahre habe ich das regelmäßig gemacht. Stuttgart gehört zu meinem Arbeitsgebiet. Und da bin ich dann dort mal rein und habe dann da auch mal guten Tag gesagt. Und das ein oder andere Mal habe ich dann auch eine Pfeife erworben. Und die lassen es sich nicht nehmen. Dementsprechend halt hier so ein Werbeflyer letztendlich nochmal unters Volk zu streuen. Na, das ist dann halt dementsprechend halt mit lieben Adventsgrüßen. Und dann werden dort angeboten, Zigarren werden angeboten, aber auch Pfeifen, Whisky sind dabei. Da ist einiges. Oh, ja, die könnten mir gefallen. Ah, Daniel, da ist mir klar. Ja, wunderbar. Root Briar, 1.153 Euro. Das ist nicht ganz meine Preisklasse, aber sieht schick aus. Fein, fein, fein. Werde ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Das war Post von Tabakum. Ja, dann hatte ich nochmal nachbestellt und ich zeige euch das nicht, um ein langweiliges Unboxing zu machen, aber da war mir eine Geschichte aufgefallen bei meiner letzten Bestellung von Haha Tabaken von McBaron. Und zwar, ihr wisst, dass ich gerne die kräftigen Flakes von denen rauche. Als da wären der Rustica, der Bold Kentucky und auch der Old Dark Fired. Und ich war sehr angenehm überrascht. Die sind für mich eigentlich alle relativ ähnlich von der Qualität, nicht vom Geschmack her, sind es natürlich unterschiedliche Tabake, aber ich halte sie alle drei für sehr, sehr hochklassige, wirklich sehr, sehr empfehlenswerte Tabake, wenn man starke britische Flakes rauchen mag. Was mir allerdings aufgefallen war, dass gerade der Old Dark Fired ein bisschen schwächelte, vor allen Dingen im Vergleich zum Bold Kentucky. Der Bold Kentucky, der hat so eine eigene Nussigkeit. Und der Old Dark Fired hatte für mich auch immer ein bisschen Säure dabei gehabt. Was steht denn da überhaupt drauf? Herzhafter Flake, der hauptsächlich aus Dark Fired Kentucky besteht, der durch geringe Mengen von Virginia ergänzt wird. Der Flake wird heiß gepresst. Das heißt, während der Presse wird er heiß bedampft, wodurch die Tabake in einzigartiger Weise verbinden. Besondere Blend ist die Auswahl der Tabake, Master Blender, McBaron, schwieriges, aufwendiges Handherstellung, bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Den habe ich regelmäßig in der Pfeife. Klassischer Abendtabak für mich. Und ich habe den geraucht in den letzten Monaten und ich dachte so, der war vielleicht schon mal besser oder der hat mir schon mal besser geschmeckt. Und dann habe ich vor kurzem die neue Dose, das war die, die ich euch im letzten Video gezeigt habe bei dem Paket, das ich aufgemacht hatte. Da öffne ich die neue Dose und auf einmal eine deutlich intensivere, ja fast schon Fruchtsäure, die ich da rieche. Und ich bin mir jetzt nicht mehr 100%, also ich möchte jetzt nicht hingehen und ja wieder irgendwelche Internet-Memes in die Welt setzen, dass da jetzt heimlich das Rezept geändert wurde. Meistens ja immer verschlechtert, hört man dann gerne. Nein, nein, darum geht es mir nicht. Er roch halt nur deutlich anders. Und dann war mir aufgefallen durch einen Zufall, als ich die alte Dose wegwarf,
dass der Tabak 1 € oder 50 Cent, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr hundertprozentig, günstiger war als die Dose, die ich vorher geraucht habe. Heißt nach Adam Riese, der Tabak war älter, den ich neu bekam, weil halt dann noch auf dem Steuerzeichen ein niedrigerer Preis drauf war. Und dann habe ich schnell mal bei Cigar World, bei Bänden, in den Webshop geguckt und dann konnte ich logischerweise anhand des Preises ganz klar erkennen, die haben von denen noch mehr. Das ist jetzt der Grund, weswegen ich da nochmal nachgeordert habe, weil ich jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, 23 Euro. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das irgendwie bei 22,50 lag. Mein schöner Plan ist jetzt wahrscheinlich nicht aufgegangen, wie ich es mir gedacht hatte. Und gleich mal checken. Also, da muss man mal gucken. Ich hatte den bestellt. Schauen wir mal. Also, Cigar gucken wir doch mal. Ihre Bestellung wurde verpackt. Das ist ja sehr schön. Da logge ich mich mal bei denen ein. Dann müsste ich ja eigentlich sehen, was ich bezahlt habe. Anmelden. Da ist er. Bestellung. Meine Bestellung ansehen. Das ist die letzte. Details. Mist. Hat leider nicht geklappt. 22,50 stand in der Rechnung. Das habe ich auch bezahlt. Und die haben 23 Euro abgezogen. Falsch. Ich habe 22,50 bezahlt, aber auf den Dosen steht 23. Also muss es wohl mehrere Sprünge geben. Das heißt, dieser hier, den ich für 22,50 letztendlich, kann man es noch lesen? Ja, die 50 kann man noch so gerade am Steuerzeichen erkennen. Den hatte ich für 22,50 gekauft. Der muss der älteste aus der Reihe dann gewesen sein. Der 23,50, der auch, wie ich gesehen habe, in anderen Webshops jetzt eigentlich normal als gelistet gilt. Der war der jüngere, den ich davor geraucht habe, der mir nicht mehr so gut schmeckte. Und dieser jetzt hier liegt bei 23 Euro. Also wird er logischerweise zwischen den beiden Versionen liegen. Ich glaube nicht, dass das unterschiedliche Tabake sind. Ich glaube einfach, dass das vielleicht auch was mit der Lagerung zu tun hat. Und deswegen habe ich auch drei Dosen bestellt, weil ich mir gedacht habe, da kann man nochmal schön eine Dose weglegen. Aber nicht nur den habe ich geholt, sondern auch noch St. Bruno, den Ready Rubbed. Den habe ich jetzt so als Nachmittagstabak eigentlich in der Pfeife in den letzten Wochen und Monaten gerade im Homeoffice kennen und lieben gelernt. Deswegen von denen nochmal drei Päckchen, weil der meines Wissens ja auch so eine komische limitierte Geschichte ist. Der ist ja von Arnold André steht drauf, Bünde. Der ist ja nur aufgelegt, glaube ich, für 2000 Pouches oder so in der Richtung. Noch, ja, dann noch ein bisschen Öl für meine Lampe Berger, damit es hier nicht ganz so schlimm nach kaltem Rauch riecht. Was gibt's jetzt? Dein Stil, dein Weg, ein Gutschein für eine Outfittery über 30 Euro. Naja, ob die Sachen in meiner Größe haben. Oh, wird immer besser. Ah, 50% Rabatt Bold King. Leider rasiere ich mich nicht nass, sondern trocken. Das ist dann schon mal falsch. Trocken, nicht nass, kann ich nichts mit anfangen. Und Werbung Cigar Kings. Super. Das soll es jetzt gewesen sein. Ist schon deutlich länger geworden, als ich eigentlich gedacht hatte. Eine Tüte habe ich hier noch liegen von der Bäckerei Hosselmann, nicht Bosselmann. Und die passt trotzdem. Jetzt denken die ersten schon, naja, Fresse, jetzt zeigt er uns schon seinen dämlichen Kuchen. Nein, macht er nicht. Sondern bei Hosselmann gibt es wie. Das war jetzt nicht geplant. Sorry. Ihr seht, bei Hosselmann gibt es einäugige. Gibt es da nicht, wo ist der denn geblieben? Ah, hier ist er. Moment. Ich versuche ihn zu heilen. Okay. Also, bei Hosselmann gibt es zweiäugige Kiepenkerle. Dieses Jahr sogar mit einem Lolli dabei, das ist mir noch nicht aufgefallen. Den habe ich nicht da reingesteckt, der ist also default dabei, der wird mitgeliefert. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, die Pfeifen funktionieren tatsächlich. Also die sind tatsächlich durchgebohrt und verwendungsfähig.
Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder Absicht oder keine Ahnung, ob da irgendeiner nicht aufgepasst. Man sollte meinen, im Jahre 2020 wird sowas gar nicht mehr über die Bäckertheke verkauft. Aber gut, den werde ich wahrscheinlich doch zum Kaffee ein bisschen anschneiden. Und die Pfeife werde ich in irgendeine Schublade legen und in einigen Jahren wegwerfen. Völlig egal, aber ich bin immer der Meinung, man sollte jedes Jahr einen kaufen, um einfach den Bäcker davon zu überzeugen, diese alte Tradition aufrechtzuerhalten. Okay, der kommt jetzt hier wieder rein. Vorsicht auf dein Auge. Ja, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute. Bis dann, ciao. Zwei Sachen noch, die ich gerade vergessen habe. Punkt 1 ist, ich fand es cool von Tabak Ben, ich habe gerade noch mal in die Kreditkarte geschaut, dass die 1,50 € Differenz zwischen der Bestellung 22,50, 23 für die Dose nicht nachberechnet haben oder auch den Rechnungsbetrag nicht geändert haben. Das heißt, das haben die getragen. Finde ich eine faire Sache, eine nette Sache. Und die zweite Sache, ganz wichtig, weil da habe ich auch Kommentare beim letzten Mal bekommen. Die Omega ist verkauft. Also da habe ich Glück gehabt, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte ja eine sehr, sehr hohe Reparatur auf der Uhr und auch einen nicht niedrigen Einstandspreis. Und ich konnte dann mit ein bisschen Geduld über ein Uhrenforum, konnte ich dann einen Käufer finden in Jena, der exakt dieses Modell gesucht hat. Und der hat sich gefreut und wir haben uns geeinigt auf einen Preis, der für mich auch wirklich sehr erträglich war. Und jetzt habe ich bis auf ganz wenige Euros, wir sprechen davon einem zweistelligen Betrag, habe ich also meinen kompletten Invest inklusive der Reparatur auch wieder raus und da bin ich sehr happy drüber. Bis dann, ciao.